Hoher Besuch in der Montanstadt. Am Tag der offenen Tür der HTL Leoben betrat heuer auch Bundesminister Jörg Leichtfried das Schulgelände. Zugegeben, lang war er nicht da, in etwa eine Stunde, denn der Terminkalender ist knackevoll. Dennoch hat er sich brav von jeder einzelnen Station selbst überzeugt. Es gibt hier in dieser Schule so interessante Sachen anzuschauen. Es ist eine sehr, sehr gute Schule und ich glaube, hier werden die jungen Menschen unglaublich gut ausgebildet. Vier Fachrichtungen gibt es: Metallurgie und Umwelttechnik, Rohstoff- und Energietechnik, Logistik- und Stoffstrommanagement und IT- und Smart Production. Die Schüler motiviert und bereits echte Experten auf ihrem Gebiet. Und auch der Verkehrsminister hat schon einen Favoriten. Naja, es war überall interessant, aber so vom Erlebnischarakter war natürlich diese Brille hier, wo man dann in eine 3D-Welt hineinversetzt wird. Das war schon sehr spannend. Bei der HTL handelt es sich um eine Privatschule. Mit einem Schulgeld von 255 Euro im Jahr ist sie dennoch durchaus leistbar. Das entspricht auch dem Wunsch der Industrie, weil letztlich ja auch das Interesse für diese Ausbildung maßgeblich sein soll, dass man zu uns kommt und nicht die finanzielle Ausstattung dafür. So ist es. Und wie schwierig es ist, junge, pubertierende Menschen zu motivieren, das weiß Jörg Leichtfried noch aus seiner eigenen Schulzeit. Wenn Sie so an Ihre Schulzeit zurückdenken, wie waren Sie dann in der Schule? Waren Sie ein braver Schüler? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist damit ausführlich beantwortet. Da hat wahrscheinlich einfach nur die richtige Motivation gefehlt. Aber gut, die hat der Bundesminister inzwischen ja gefunden. Am Schluss noch schnell eine Torte am Kuchenbuffet der Maturaballklasse ersteigert und schon geht's zum nächsten Termin. Ach ja, ein Dankeschön gab's natürlich auch noch. Einen, Stein. Nein, natürlich ein ganz besonderer Stein.